Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Dieses Spiel ist wie ein Labyrinth. Schon nach 4 Zügen gibt es mehr als 300 Milliarden Möglichkeiten zur Auswahl. Es kann einen an den Rand des Wahnsinns bringen. Wer hat ihm diese Züge beigebracht? Er sich selbst. Wenn ich die Figuren wegnehme, spielt er in seinem Kopf weiter, Tag und Nacht. Ich kann Ihnen sagen, er hat großes Potenzial. Das amerikanische Schachwunderkind Bobby Fischer ist zum jüngsten Großmeister in der Geschichte dieses Spiels geworden. Wie geht es für dich weiter? Ich will gegen die Russen spielen. Sie sind die Besten der Welt und ich werde sie schlagen. Der Fischerwahn erobert das Land im Sturm. Mein nächster Gast, Mr. Bobby Fischer. Mr. Fischer? Sind Sie ein Patriot? Es gibt Leute in hohen Positionen, die ein Interesse an jeglicher Konfrontation mit den Russen haben. Ich mach mir nicht aus Politik. Sie sind der einzige Mann in diesem Land, der gegen Sie spielen könnte. Bobby Fischer ist in Island, um gegen den Weltmeister Boris Spassky anzutreten. Das ist die Schachversion eines Schwergewichtsboxkampfes über 15 Runden. Ich spiele nicht, bis all meine Bedingungen erfüllt sind. Ich will 1,5 Meter Abstand zwischen mir und dem Publikum. Es ist fast so, als höre ich deren Gedanken. Bobby hat Probleme. Bobby entwickelt Anzeichen von Paranoia und einer Psychose. Hey! Ich mach dich fertig! Ich mache dich fertig! Wir befinden uns im Krieg. Einem Krieg der Sichtweisen. Bobby! Bobby! Der arme Junge aus Brooklyn gegen das ganze sowjetische Imperium. Sie sehen nicht gut aus, Robert James. Alle wollen mich bescheißen, die Russen und die Juden. Wir sind Juden, Bobby ist Jude. Was geben Sie ihm zur Antwort, wenn er mit diesem Müll ankommt? Die Leute glauben, es gäbe all diese Möglichkeiten, aber am Ende gibt es keinen Ausweg mehr. Bobby! Er könnte zusammenbrechen. Bobby, brech nicht zusammen. Er wird explodieren. Nummer 4. Just watching the world pass you by. Think as long as you ain't drowning, everything's all right. New York City. If I had me $1 million, I'd give me a Porsche 959. Well, who cares? Because you ain't never gonna have $1 million anyway. In a world of deep loyalties. You get bigger, you're gonna be the man. We're gonna put it on speed today. Where survival means saying nothing. That's right! What one boy saw... Go tell somebody you saw something! ...could have made him the next victim. The second homicide you've been mixed up with in as many weeks. I didn't see nothing. Now what he knows is changing the power of the streets. You're just a little kid in way over his head. You want my king. You got to come get my king. I'ma drop him, man. I'ma go drop him. You always trying to scare me, but I ain't scared of you no more. Fresh. Critics call it powerful and riveting. Electrifying. And Siskel and Ebert Hale, 2 thumbs up. Samuel L. Jackson, Giancarlo Esposito, Nabuche Wright, and introducing Sean Nelson. You ready for the real thing? You ready to come get it? You ready to be the king? Nice kid. Nummer 3. Mama? Ist schon mal jemand aus Katwe in die große Stadt gezogen? Denk nicht über sowas nach, Fiona. Wieso nicht? Du wirst enttäuscht werden. Hey, Fiona, wie läuft's denn so? Ganz gut. Hey, Mädchen, komm rein. Wie heißt du? Fiona. Zeigst du Fiona, wie man die Figuren bewegt? Im Schach können die Kleinen die Größten werden. Schach hilft uns, Probleme zu lösen. Es lehrt Disziplin und festigt den Geist. Nutzt den Verstand? Dann findet ihr alle sichere Felder.
Wieso lässt du sie gewinnen? Das tue ich gar nicht. Du denkst 8 Züge voraus. Schachmatt, Schachmatt, Schachmatt. Sie hat gewonnen. Du könntest die Beste von Uganda sein. Coach, sie wollen mich nur aufziehen. Manchmal gehört man nicht an den Ort, an dem man aufgewachsen ist, sondern dahin, wohin das Herz einführt. Wo ist das für dich, Fiona? Du versuchst es hinterhältig. Das hier ist nicht das Ghetto. Ich muss nicht hinterhältig sein. Schachmatt. Die diesjährige Goldmedaillengewinnerin Fiona Mutes. Ja. Ihre Kinder haben Glück. Denn sie haben eine Mutter, die sie nie aufgegeben hat. Bist du meine Tochter? Ja, Mama, das bin ich. Cheers! Coach, Sie sagen, wir müssen einen Plan haben. Ich habe Angst, dass es Dinge gibt, die sich nie ändern. Aber was zählt ist, dass du die Figuren wieder aufstellst. Sie gewinnt. Sie wird gewinnen. Und einfach weitermachst. Stronger than your bruises, I got thick skin. Nummer 2. It's unsettling, isn't it? When you realize there are only so many things you can teach a child. And finally, they are who they are. I took Josh to the park today. Chess. He played chess. He doesn't know how to play chess. He doesn't even tie his shoes. I'm playing chess. It's my dad. It's a game like Monopoly. In a world that thrives on competition. Why do you want your son to play chess? Oh, I don't. He does. He taught himself. In a game where winning means the world. Tell me, is the next Bobby Fischer somewhere in this room? A challenge has begun. Your son creates like Fischer. He sees like him inside. You're playing not to lose, Josh. You've got to risk losing. You've got to risk everything. I was wondering if you could keep him from playing there so much. No. You'd kill him not to play in the park. He loves it. Just makes my job harder. Then your job's harder. Ooh, good! Yeah, that's it. My son has a gift. He is better at this than I have ever been at anything in my life. You have to have contempt for your opponents. Because if you don't think it's a part of winning, you're wrong. Trick or treat. You have to hate them. But I don't. They hate you. They hate you, Josh. Get out of my house. To put a child in a position to care about winning and not to prepare him is wrong. The better I play, the better I have to play. That's just the way it works. Maybe it's better not to be the best. Josh is in trouble. Don't move until you see it. He's not afraid of losing. He's afraid of losing your love. Sorry, Daddy, I can't see it. He knows you think he's weak, but he's not weak. He's decent. And if you or anyone else tries to beat that out of him, I swear to God, I'll take him away. Joe Mantegna, Lawrence Fishburne, Joan Allen, Max Pomerantz, and Ben Kingsley. Searching for Bobby Fischer. You're a much stronger player than I was at your age. Nummer 1. Slutar du aldrig att fråga? Nej. Jag slutar aldrig. Upp till sitter herran, han är ganska fjärran. Men din broder Satan möter du på gatan. Vad har du gjort av min fru? Sommaren är förstås bättre än vintern. För på sommaren slipper man frysa. Men våren är det allra bästa. Nu blir det där blåturas fiskgeneral! Akta dig så inte lägger dig på käften. Så att du inte ens kan göra dina konster för turkar och kannibaler. Pesten, den svarta döden, hemsökte Europa vid mitten av 1300-talet. Den härjar också i Sverige när riddaren Antonius Block är på hemväg från ett korståg. En gång drog han ut till det heliga landet som en trosvis ung krigare. Nu återvänder han, plågad av tvivel och ovisshet.
skulle det inte finnas någon gud. Den tanken är honom outhärdlig. När döden plötsligt står framför honom vill han ha uppskov och lockar döden till ett parti schack. Ty innan han dör vill han ha gjort en enda meningsfull handling. Det får han tillfälle till när slumpen för i hans väg en liten gycklarfamilj som mitt i en värld av lidande och ondska bevarat sin ljusa förtröstan, sin glädje över att leva. Och när schackpartiet lider mot sitt slut slår han omkull pjäserna för att vinna tid. Och för att den lilla familjen ska hinna rädda sig undan döden. Jag vaknar. Mm. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.